geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur Mod-Karriere. Heute steht uns das Rennen in Miami bevor. Und das am besten auch mit einem Upgrade für den Motor gleich. Leider ist gerade ein Strapazierfähigkeits-Upgrade fehlgeschlagen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ist ärgerlich, aber kostet uns jetzt auch nicht zu viel, das neu zu holen. Und es kommt sogar auch trotzdem noch vor diesem Rennwochenende an, weil wir hier ein bisschen Pause jetzt haben. Ich glaube, normalerweise ist hier Baku noch dazwischen, bilde ich mir ein. Aber das spielen wir nicht oder kommt das danach? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier eine lange Pause zwischen Australien und Miami. Das erlaubt uns vielleicht sogar genau noch ein Upgrade reinzuhauen, was dann auch noch ankommen soll. Gelingt hier bei der Aero auch als... Oh ja, tatsächlich. Das könnte gleich richtig gut werden. Wenn auch das Motor-Upgrade funktioniert, dann geht das hier richtig zur Sache gleich. Und dann könnten wir vielleicht wirklich mal an der Spitze dieses hinteren Bereichs sein. Zwei Upgrades an einem Tag? Oh, okay. Ja, super. Das war jetzt ganz toll. Ich glaube, das Strapazierfähigkeitsding ist angekommen, was ankommen musste. Genau, und das Motor-Upgrade ist fehlgeschlagen. Ah, das können wir uns auch leider nicht direkt wiederholen. Aber okay, wir sind beim Motor eh sehr, sehr gut, ne? Also das kann man schon irgendwie akzeptieren. Ich hoffe, dass zumindest die anderen beiden funktionieren. Die sind deutlich wichtiger. Und ich glaube, jetzt können wir es uns auch schon wiederholen mit den Ressourcen, ne? Oh, hier geht eine Menge ab. Schon bevor es zum Rennen geht. Wenn es auf der Strecke gleich auch so actionreich wird, ey, dann können wir uns auf was gefasst machen und im besten Fall auch auf weitere Punkte. Das wird natürlich wieder das Ziel sein. Eine Saisonpause haben wir hier sogar kurz. Ja, dann ist ja auf jeden Fall Baku normalerweise dazwischen. Boah, 4 Upgrades könnten das jetzt gleich sein. Das würde uns so einen fetten Sprung geben in der Performance. Die 2 kommen schon mal an. Komm mal, und bitte die restlichen auch. Das wäre wirklich geil. Jetzt das letzte nur noch. Ah, okay. Das wäre auch fast zu schön gewesen. Och Mann, du redest und redest, Junge, halt dein Maul, ich weiß, wie das funktioniert. Was bewirkt das in der Performance? Tatsächlich sind wir jetzt an der Spitze von diesen hinteren Teams. Let's go. Wird auf der Strecke wahrscheinlich kaum einen Unterschied machen, weil auch die anderen sehr, sehr gut geupgradet haben. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, sich jetzt hier so im Mittelfeld schon zu sehen. Auch wenn die Ausgangssituation immer noch dieselbe ist eigentlich, wie an den letzten Wochenenden auch. Das Aero-Upgrade müssen wir uns auf jeden Fall noch wiederholen. Und dann kann es auch so langsam endlich mal reingehen in dieses Wochenende hier. Ich freue mich schon sehr drauf. Let's go! Oh oh, die erste Regensession der Saison erwartet uns eventuell und das direkt im Rennen. Und da wird es sogar auf jeden Fall regnen. Wow, das wird interessant. Erst Regen am Anfang, dann trocknet es ab, dann nochmal starker Regen zum Schluss. Das ist aber geil. Vor allem in so einem schlechteren Auto ist das immer eine Chance, um vielleicht etwas bisschen Besseres zu schaffen als sonst. Oh, lila Mittelsektor, okay. Ich weiß noch nicht, wie viele gute schon gefahren sind. Aber das ist trotzdem ein ganz netter Anfang auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was wir erwarten können auf dieser Strecke. Ich finde das immer sehr schwer einzuschätzen, weil die immer noch ziemlich neu sind, weil wir die auch noch gar nicht so oft gefahren sind in dem Karriererennen. Aber zumindest das nächste Q2 muss natürlich das Ziel sein. Okay, lila auch im letzten Sektor, ja, aber da war noch keiner der Spitzenjungs unterwegs. Trotzdem, so ein paar, die wir hinter uns lassen müssen für Q2, haben wir direkt hinter uns. Ein paar andere wiederum aber nicht. Tsunoda ist hier vorne noch, Gasly auch. Da werden wir auf jeden Fall nochmal rausfahren müssen. Gasly ist auch recht deutlich schneller, das gefällt mir nicht. Oh wow, in diesem Mittelsektor scheinen wir richtig stark zu sein. Aber ich glaube, das ist so ein typisches Ding hier auf dieser Strecke. Letzte Kurve. Oder letzte richtige Kurve. Hier darf man sich ja nicht verbremsen. Ansonsten kostet das natürlich eine Menge Zeit. Wir sind so oder so schon weiter auf Position 13. Aber es gelingt nochmal eine nette Verbesserung von 4 Zehnteln. Sehr, sehr gut. Platz 10 ist es, glaube ich, am Ende von Q1. Richtig gut. Ich weiß nicht, Miami ist irgendwie komisch. An sich mag ich die Strecke nicht so. Also vom Layout her und so ist jetzt nichts, was ich so sehr fühle. Aber wenn hier alles zusammenkommt, wenn das Auto auch gut passt, was jetzt der Fall war, wie ich finde, dann kann das schon Spaß machen. Dann kann das echt eine coole Strecke sein. Und es gefällt mir, dass das hier jetzt so war, vor Gasly sogar am Ende. Also Platz 1 von diesem hinteren Bereich der Teams. Sehr, sehr cool. Tsunoda, starker 12. im Cash-App. Bottas, ah, der schafft es leider nicht weiter. Das ist sehr, sehr schade. Stroll dafür mal wieder in Q2. Herzlichen Glückwunsch. Sensationeller 15. Platz in einem der besten Autos im Feld. Wow, die Abstände sind aber unfassbar gering, ne? Der 16. ist keine Sekunde weg vom 1. Wir keine halbe Sekunde auf Platz 10. Das ist schon krass.
Bisschen spät dran nochmal hier für die Härte. Das ist nicht optimal. War aber auch nur die Runde auf einem gebrauchten Satz. In Richtung so einer 28,5 müssen wir, glaube ich, kommen, falls wir irgendwie den Hauch einer Chance auf Q3 haben wollen. Aber es ist gar nicht mein Hauptziel. Am besten werden wir einfach so 12., 13., schlagen hier noch ein paar. Gut, falls es für Q3 reicht, beschwere ich mich aber auch nicht, ne? Das ist klar. Oh, es soll auch hier im Qualifying wohl schon regnen. In 5 Minuten. Dann fahren wir lieber jetzt schon raus. Ich will es nicht drauf ankommen lassen. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ist gut. Sehr, sehr cleane Runde. Das sieht mir übrigens hier nicht so aus, als würde das gleich anfangen zu regnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ordentliche Verbesserung. Oh, Platz 4 zwischenzeitlich. Lol. Boah, der 28,5 ist aber gar nicht unmenschlich schnell. So schnell waren wir vorhin in Q1 ungefähr schon. Ich denke mal, da werden sich noch einige steigern. Aber der Zwischenstand sieht sehr schön aus. Ja, zeig mal her, was ist es am Ende geworden? Oh, Platz 9, ja, da haben sich nochmal einige verbessert, lol. Aber wir kommen trotzdem weiter in Q3, was ich nicht erwartet hätte. Magnussen ist Sechster. Wie? Stroll ist in Q3. Das ist ja fast die größere Sensation. Hamilton ist raus, Perez raus, Alonso raus. Was für ein kurioses Q2. Wow. Ganz, ganz komisch. Albon auch weiter. Gut, das ist fast keine Überraschung, so gut wie der ist, ne? Aber trotzdem krass. Wahnsinn, ganz, ganz komisches Ergebnis. Okay, das wird interessant jetzt gleich in Q3, weil wir hier also zumindest mal zwei Fahrer haben, die wir schlagen können, auf jeden Fall, mit Magnussen und Albon. Und Stroll, wenn der den typischen Stroll auspackt, eigentlich auch. Also hier kann noch richtig was gehen. Ah, schon wieder ist hier dieser Regen vorhergesagt, ne? Ich traue den Wettervorhersagen in diesem Spiel halt überhaupt nicht. Es sieht jetzt nicht allzu bewölkt aus hier onboard mit Stroll. Aber vielleicht ist es trotzdem cleverer, jetzt zuerst die Runde mit den frischen Reifen zu machen, oder? Nicht, dass es am Ende dann regnet, wenn wir die auspacken. Das wäre auch schade. Oh yes, gute Runde. Nächste gute Runde, muss man sagen. Wisst ihr, was heute das Geile ist? Das ist nicht schwer, eine gute Runde zu fahren. Das passiert nicht... Ja, nicht so mit Aufwand, sondern es ist irgendwie natürlich, weil das Auto einfach gut ist, weil ich mich hier echt wohlfühle, gerade auf dieser Strecke, komischerweise. Platz 7, ja, schneller wird es jetzt nicht mehr, das waren unsere frischen Reifen. Nun müssen wir hoffen, dass sich keiner von den drei da hinten verbessert. Und dann haben wir wirklich alles rausgeholt. Alter, Albon. Was? Der wird hier Fünfter. Derjenige, den wir in Q3 schlagen, ist natürlich nicht Albon, es ist natürlich nicht Magnussen, es ist Stroll. Am Ende Platz 9, da nehme ich auch mit, ne? Jetzt 7. oder 9. ist kein Riesenunterschied, das ist alles okay. Aber was halt nicht okay ist, ist das hier. Was ist denn mit dem? Was ist das für ein Typ in diesem Spiel? Ich weiß es nicht, aber das ist unfassbar. Der ist eine halbe Sekunde nochmal schneller gewesen. Nicht mal so ein bisschen, sondern richtig. So eine halbe Sekunde, das ist so ein Schlag in die Fresse. So, hier, fick dich, ich bin Albon. Ich fahre in diesem Williams, was das schlechteste Auto im Feld ist. So mit hier auf Platz 5. Ja, okay, ist kein Problem. Ich hab's verstanden. Bin mal gespannt, was wir im Rennen gegen den anrichten können. Ja, das wird aber auf jeden Fall lustig bei der Pace, die er hier zu haben scheint. Zumindest auf eine Runde. Oh wow, das kann jetzt was werden. Ganz, ganz andere Bedingungen hier im Rennen als im Qualifying.
Ja, gut, die Strategie, die müssen wir halt abhängig vom Wetter machen. Ne? So wie es aussieht, würde ich mal schätzen, dass wir nur einen Stint erstmal auf Inters machen. Dann wahrscheinlich Slicks und dann vielleicht nochmal Inters am Ende. Keine Ahnung, vielleicht sogar nochmal Full Wets dann, weil das ja starker Regen sein soll. Also irgendwie sowas. Falls die Bedingungen gleich bleiben sollten, ist wohl die Einstop hier das Bessere, denke ich mal. Auch wenn die Zweistop gar nicht viel langsamer wäre. Ja, komisch, das wird ein ganz, ganz interessantes Rennen. Wir haben auch eine unfassbar spannende Startaufstellung. Einige Fahrer, die weiter vorne sind, als wo sie normalerweise sind, mit Albon. Ein paar auch weiter hinten mit Hamilton, Perez, die ja in Q2 ausgeschieden sind. Ich bin echt sehr, sehr gespannt zu sehen, wie sich das hier ausgeht. Und hoffe natürlich, dass wir ein bisschen was Zählbares hier mitnehmen können. Das ist das große Ziel. Los geht's! Also gut, die Einführungsrunde läuft und das Wetter könnte definitiv besser sein, was klare Sicht und Grip angeht. Die Fahrer bringen ihre Runde hinter sich und bereiten sich mental auf ein Rennen vor, das viel Konzentration erfordern wird. Rennstart im Regen, das ist immer so eine interessante Sache, die man halt nicht allzu häufig macht. Ja, aber ich finde, wir meistern es okay. Der Weg hier in Kurve 1 hinein ist auch nicht allzu lang auf dieser Strecke in Miami. Oh, außenrum vorbei an Zweien. Russell und Magnussen waren das, die sich da innen uneinig waren. Wir gehen einfach außen lang, machen da unser Ding. Und das funktioniert anscheinend optimal. Vor auf Position 7 direkt mal. K-Mix scheint da so ein bisschen Probleme zu haben. Okay, jetzt erstmal ganz ruhig. Nicht überpacen hier, das ist so, so leicht, jetzt einen bitteren Fehler zu machen. Wäre alles zunichte gemacht, was wir bisher geschafft haben. Von daher, ja, ganz entspannt hier in den Rhythmus reinkommen. Natürlich dürfen wir uns dafür auch nicht zu viel Zeit lassen, ne? Dürfen nicht zu langsam sein. Aber, ja, so ein bisschen Vorsicht walten zu lassen jetzt am Anfang ist, glaube ich, nicht das Allerdümmste. Russell versucht da schon etwas auf der langen Gerade. Das gelingt aber nicht. Das Geile ist jetzt natürlich in der Situation oder in der Position, in der wir uns befinden, dass das DRS nicht aktiviert sein wird in diesen Bedingungen. Somit wird es sehr, sehr viel schwieriger für die ganzen Fahrer hier vorbeizukommen. Gelbe Flagge hinten. Ich glaube, das ist aber einfach nur, weil es langsam wurde. Magnussen hat irgendwelche fetten Probleme. Der ist schon fast 3 Sekunden hinter uns, hält alle hinter sich auf. Vielleicht gab es da eine kleine Berührung zwischen Russell und ihm oder so. Zeig mal her, Kevin. Ja, da fehlt eine Endplate vorne links aus Fahrersicht. Irgendwas muss es da in der ersten Kurve gegeben haben. Ich glaube, deshalb sind wir auch so gut vorbeigekommen an den beiden. Das hilft uns aber enorm. So haben wir jetzt gleich schon einen ganz netten Puffer auf die Jungs da weiter hinten. Aber Magnussen wird natürlich bald an die Box kommen. Dann hat sich das erledigt. Angriff von Russell jetzt. Ja, das ist so einer, gegen den ich eigentlich nicht zu hart verteidigen möchte. Ich glaube, das ist eh unrealistisch, dass wir den auf Dauer hinter uns halten. Aber falls es jetzt noch gelingen sollte, sage ich auch nichts dagegen. Wow, was für eine Traktion da. Und das in diesen schwierigen Bedingungen. Oh, come on. Kein optimaler Ausgang jetzt, aber ja, der ist schon ein bisschen schneller. Also, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, auch keine Überraschung. Aber trotzdem tut sich George hier echt verdammt schwer ohne diesen DRS. Aber jetzt hat er uns mal, oder? Gelingt nochmal ein Konter. Ich weiß, ich möchte hier gar nicht zu sehr fighten, aber der lässt uns hier halt immer wieder rein. Bringt uns immer wieder ins Spiel, dadurch, dass er nicht ganz konsequent genug ist mit seinen Moves. Jetzt ist er allerdings durch und hinten ist auch schon der nächste direkt an uns dran. Der nächste Mercedes. Hamilton, der ist auch schnell. Perez wird auch schnell sein. Ja, ich glaube, das wird hier erstmal so ein bisschen nach hinten gehen, leider. Einfach weil die ganzen schnellen Autos hier jetzt vorbeikommen. Aber schenken möchte ich denen natürlich nicht. So, und wenn so ein Konter gelingen kann, wie jetzt eventuell gegen Russell, dann probiert man das natürlich. Oh, das ist ein bisschen spät, glaube ich, für diese Bedingungen. Ja, sehr, sehr am Limit angebremst. Ja, nicht das Auto jetzt verlieren in der Traktion. So ähnlich hier außen haben wir Russell aber vorher schon abgezogen. Und das gelingt erneut. Oh, yes. Aber ist das schlau? Ich weiß es nicht. Das kostet uns total den Anschluss zu den Jungs da weiter vorne. Unter anderem halt Albon, den ich sehr, sehr gerne mal besiegen würde. 5 Minuten Regen noch in etwa, meint Jeff. Also mehr als dieser eine Stint auf Inters wird das erstmal nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nächster Versuch von George jetzt hier an dieser Stelle. Ja, der lässt uns nicht in Ruhe. Aber er kann sich halt auch nicht absetzen, wenn er dann mal vorbei ist. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Hamilton ist da jetzt auch direkt dran. Beide Mercedes jagen uns hier. Und beide setzen sich auch daneben. Allerdings behaupten wir uns immer noch. Ja, okay. Also wirklich schlau und schnell ist was anderes. Aber wir sind auf Platz 7. Also ganz so verkehrt kann das dann irgendwie auch nicht sein. Oh, Sainz da vorne jetzt gegen Albon in die Hairpin hinein. Das gefällt mir schon mal. Sehr, sehr gut, Carlos.
Und Alex scheint auch nicht super schnell zu sein. Auf den schließen wir so ein bisschen auf, seit Sainz da vorbei ist. 2 Sekunden sind das nur noch in etwa. Wenn hier halt der nächste so halbherzige Move irgendwie von Russell kommt. Mann, setz dich doch mal durch. Ich wünsche mir das ja fast, dass der uns mal völlig abzieht und keine Chance lässt. Aber das macht er nicht. Das sind halt immer wieder so Angriffe, gegen die man sich wehren muss. Nach denen man kontern muss. Weil er uns halt die Chance dazu gibt. Ich meine, an sich ist das nichts Schlechtes, aber es kostet halt Zeit und es zögert irgendwie nur so das Unaufhaltbare hinaus. Ich habe nicht den Eindruck oder nicht, kann mir nicht vorstellen, dass wir Russell wirklich bis zum Ende hinter uns halten können. Das war jetzt ganz, ganz schlecht, viel zu vorsichtig, viel zu früh eingelenkt da in dieser Kurve. Das gibt Russell eventuell erneut die Chance. Nee, noch nicht so ganz. Wäre hier das DRS aktiviert, wäre der schon lange vorbei und deutlich vor uns auch. Ja, aber deshalb sind solche Bedingungen halt an sich sehr, sehr geil für so schlechtere Teams. Einfach weil es leichter ist, die Position zu halten, weil man ein bisschen mehr aus dem Auto rausholen kann. Ich glaube, das zeigt sich hier ganz gut, wenn man sieht, dass Albon 6. ist und wir 7. Der Regen hat mittlerweile aufgehört. Allzu lang wird es also nicht mehr dauern bis zu einem Wechsel auf Slicks. Und dann ist die große Frage natürlich, auf was für Slicks man wechselt. Keine Ahnung. Ich denke, harte Reifen werden es wohl nicht sein. Die sind eigentlich nie clever in so einer Situation. Vielleicht einfach Mediums, das ist irgendwie so ein Mittelding. Ich kann mir vorstellen, dass man damit nicht viel falsch macht. Aber ist natürlich auch die Frage, wie lange das jetzt noch nass bleibt. Es kann ganz schnell abtrocknen und das kann auch noch in 5 Runden nass sein. Jetzt vielleicht mal George. An dieser Stelle war er halt schon so, so oft so nah dran und konnte es nie so richtig durchziehen. Jetzt sieht es aber schon vielversprechend für ihn aus. Allerdings haben wir die Innenseite für diese Hairpin. Okay, das war aber... Ah, ja, das war ganz, ganz komisch, spät angebremst. Jetzt ist er endlich mal durch, muss man sagen. Gott sei Dank, fast schon. Es fühlt sich nämlich nie gut an, jemanden so viel schnelleren hinter sich aufzuhalten. Aber ich habe fast den Eindruck, dass wir eventuell jetzt sogar nochmal kontern können, oder? Ja, ich bin auch komisch. Ich reg mich auf, dass er nicht vorbeikommt, aber wenn es die Chance zum Kontern gibt, dann will ich es auch mitnehmen. Es ist ganz, ganz kurios. Keine Ahnung, ganz interessante Situation. Was nur vorbei in dieser Hairpin. Oh, ich glaube, jetzt wird es das mal gewesen sein, oder? Ja, irgendwie auch nicht. Das dachte ich jetzt auch schon 100 Mal im Laufe dieses Rennens. Und jedes Mal bringen wir uns hier wieder ins Spiel im Kampf um Position 7. Innenseite jetzt für Kurve 1. Ja, nicht in ihn reinkrachen oder so. Das ist halt auch so das Risiko an der Sache, ne? Uns würde ein Frontflügelschaden jetzt viel, viel mehr wehtun als ihm. Der wird noch sehr, sehr viele Punkte ohnehin holen in dieser Saison. Aber bei uns, ja, keine Ahnung, das ist schon eine einmalig gute Position jetzt gerade. Und schon wieder hier Hamilton jetzt außen. Oh, das ist jetzt viel zu spät. Das ist viel zu spät, da blockieren die Hinterräder. Ja, jetzt wird zwar passiert, sein DRS auch aktiviert, Perez auch direkt durch. Oh, bitterer Fehler, aber wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar ganz gut finde. Ehrlich gesagt, weil wir jetzt mal ein bisschen Ruhe haben, Fernando. Was willst du da? Ich weiß es nicht. Alternative Strategie. Jetzt ist es offensichtlich Zeit für die Slick-Reifen. Dann zeig mal her. Medium, Medium. Ja, hasse ich jetzt nicht mal. Jeff meint allerdings, dass es in 10 Minuten schon wieder regnen soll. Also, ja, keine Ahnung, was man da jetzt am besten macht. Aber an sich, mein Mediums ist, glaube ich, nicht das Allerverkehrteste. DRS jetzt natürlich aktiviert hier in diesem Streckenabschnitt. Ich komme Fernando da an mit so einem riesen Überschuss. So, jetzt beginnt es mich langsam abzufacken. Das ist so ein ganz... Ich hasse solche Rennen. Wenn man nur nach hinten schauen muss die ganze Zeit, gar nicht irgendwie sein eigenes Ding machen kann, unfassbar frustrierend. Aber ich finde, wir haben es okay gemacht, bis auf den einen Verbremser jetzt hier, der aber nicht mal allzu fatal war. Was machen die anderen hier? Da sehe ich auch viele Mediums, Albon auf harten Reifen. Okay, das ist natürlich super. Der wird somit wahrscheinlich durchfahren wollen. Aber die meisten sind auf Mediums. Okay. Auf Position 13 geht es wieder auf die Strecke. Ja, ich denke schon, dass die Mediums jetzt eine gute Wahl sind. Und die Strecke ist immer noch relativ nass. Und da jetzt auf harten Reifen unterwegs zu sein, boah, geil ist das nicht. Ein paar weitere Boxenstops jetzt eine Runde nach uns. Die kommen aber alle viel zu spät rein. Also das war jetzt schon wirklich gut mit Slicks im Laufe dieser Runde. Und jemand ist da in der Boxenausfahrt. Ah, das ist George. Okay, der ist vor uns. Position 10 somit. Oh, Alonso hinter uns mit einer schnellsten Rennrunde. Das sieht man natürlich nicht gerne. Noch haben wir da aber einen kleinen Puffer. Und der scheint auch gar nicht so viel schneller zu sein. 2,3 Sekunden sind es immer noch. Ich glaube, an der Stelle waren es 2,6 oder so in der letzten Runde. Das ist schon okay. Ja, jetzt entspannt sich das Rennen aber endlich mal so ein bisschen in diesen paar Runden hier. Jetzt können wir endlich mal unsere Runden abspulen, ohne andauernd nach hinten zu schauen. Das ist auch ganz gut, aber wird sich bestimmt nochmal ändern.
Ja, und zwar ziemlich bald schon. Alonso ist jetzt im DRS-Fenster. Na, das kann man nicht schönreden. Die Astons sind leider beide schon schneller als wir. Wir werden es auch hier mit dem DRS, glaube ich, nicht so schwer haben, vorbeizukommen. Gelbe Flagge! Albon! Ich glaube Albon. Ich hoffe auch so ein bisschen Albon. Oh, da ist was passiert. Ich meine, ich hoffe natürlich nicht Albon. Ne? Ich würde den überhaupt nicht gerne schlagen hier in diesem Rennen. Oh, ein Fahrfehler von Alex. Und dann kratzt er so ein bisschen. Wow, Frontflügelschaden auch bei ihm. Das ist bitter. Der hat das so viel rausgeholt aus diesem Auto. Scheinbar ein bisschen zu viel in der Situation. Oh, Safety Car auch. Okay. Ist irgendwie fast schon erwartet. Oh, das ist jetzt ganz, ganz spannend. Was macht man damit? Reifen, wie seht ihr aus? Noch ziemlich gut. Es soll auch auf jeden Fall nochmal anfangen zu regnen. Vorne kommt niemand rein. Somit wird hinten wahrscheinlich auch kaum jemand reinkommen. Ja, wir fahren weiter. Ich möchte diese gute Track-Position jetzt auch nicht aufgeben. Ich glaube, das würde nämlich nicht mehr so leicht gelingen, hier wieder in die Punkte vorzukommen. Okay, Perez stoppt allerdings. Ja gut, soll er mal machen. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Das bringt uns auf Platz 8 nämlich. Und wir haben die zwei schnellen Astons hinter uns. Somit, selbst falls die vorbeikommen, ist es immer noch eine Punkteplatzierung. Oder Stroll hat, glaube ich, auch gestoppt. Oder wo ist der jetzt hin? Ich weiß nicht. Ja, doch, sieht so aus. Und Bottas ist auf einmal 10. Verstehe ich aber nicht. Lance war ja eh auf harten Reifen. Ja, also alles, was hier so in den letzten paar Runden passiert ist, hat unsere Punktechancen auf jeden Fall gut erhöht. Und nicht nur unsere, auch Bottas. Vielleicht wird das ja sogar ein doppeltes Punkteergebnis. Wer weiß. Das wäre zumindest gegen Williams sehr, sehr geil. Die werden jetzt wahrscheinlich keine Punkte mehr holen nach Albons Fehler. Okay, weiter geht das Rennen und hier stoppen welche. Ah, wird das langsam. Oh Gott. Was? Was tut ihr? Warum kommen die alle rein? Sind die bescheuert? Was ist denn jetzt passiert? Hinten sind auch ganz viele drin. Das Rennen geht weiter. Lando Norris führt es an. Verstappen, Sainz, Russell. Und dann wir. Gasly und Tsunoda auf den Positionen dahinter. Was machen die denn alle? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, es soll nämlich bald auch regnen. Das wollte ich sagen. Jeff meinte eben, rain pretty soon. Direkt vor dem Restart. Und die werden ja aber wohl nicht jetzt schon auf Inters wechseln. Also das würde auch keinen Sinn machen. Ja, okay. Das ist eine super intelligente Strategie. Aber ich nehme es sehr gerne mit. Ich habe wirklich nicht viel dagegen. Oi, oi, oi. Jetzt aber schön die Ruhe bewahren. Ja, Gasly, den möchte ich eigentlich nicht vorbeilassen. Das ist so jemand, den wir schlagen können, schlagen müssen. Das möchte ich auch gerne schaffen. Wird jetzt allerdings vielleicht knapp gegen den Franzosen durch diesen dummen Fehler. Ah, nee, noch nicht, oder? Doch, der schert trotzdem nochmal aus. Oh, und bremst auch ganz, ganz spät dahin. Okay, da hatten wir keine Chance. Das war stark gemacht von ihm. Das möchte ich aber so nicht auf mir sitzen lassen, Pierre. Gibt das direkt die Möglichkeit auf den Konter eventuell auf der langen Gerade? Ich denke schon. Der ist natürlich noch nicht aktiviert durch das Safety Car, aber trotzdem sieht das richtig gut aus. Jetzt nur ja nicht den Bremspunkt verkacken, aber das dürfte eigentlich kein Thema sein. Ja, das war gut. Gasly da außen wird wohl keine Chance haben. Sehr, sehr gut. Wieder Platz 5. Checo jetzt vorbei an Gasly und wahrscheinlich auch an uns sehr, sehr bald. Hier ist schon der Regen. Runde 16 von 29. Also alle, die da eben hinterm Safety Car gestoppt haben, völlig bescheuert. Aber was Dümmeres wird man, glaube ich, kaum sehen, was Strategien angeht. Also überhaupt in dem Moment zu stoppen, komplett bescheuert. Nicht das Safety Car dafür zu nutzen, auch im Hinblick auf den Regen. Also macht vorne und hinten wirklich gar keinen Sinn. Oh, gelbe Flagge, irgendjemand dahinter uns wird ein Problem haben, so wie es aussieht. Ja, es ist. So, ich glaube, das ist ein Williams. Der Tag wird also noch schlimmer für die, nachdem es so gut aussah eigentlich zwischenzeitlich. Ist das vielleicht jetzt Albon, der sogar ausscheidet oder wer? Ich weiß nicht, gleich wird uns oben angezeigt. Entweder Albon oder Sargent auf jeden Fall. Es ist Logan, okay, also beide mit keinem optimalen Rennen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie lange dauert das jetzt, bis es nass wird? Ich hoffe nicht mehr so lange. Und bekommt erstmal Stroll hier aber eine Möglichkeit innen in diese langsame Kurve hinein. Und die machen das da auch stark im Anbremsen, ne? Also wenn man da außen ist, hat man keine Chance, wenn die wirklich Bock haben. Das war gegen Gasly vorhin schon ähnlich. Oh, erster kleiner Rutscher hier im langsamen Streckenabschnitt. So allmählich wird das nasser. Ja, ich mag das nicht, dass der DRS jetzt mittlerweile aktiviert und dadurch ist das unschön. Aber die Strecke möchte auch nicht so richtig nass werden, habe ich den Eindruck. Oh, nächste gelbe Flagge. Wow, ist das ein chaotisches Rennen. Hier passiert so viel. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber das war jetzt nichts Dramatisches. Wahrscheinlich irgendein kleiner Rutscher. Einfach nur. Oder auch nicht. Das hier sieht ein bisschen sehr, sehr knapp aus. Das ist auch mal interessant.
Ah Mann, das ist frustrierend. Auf diesen DRS-Geraden hier hat man es echt schwer, wenn man das Auto ist, was vorne ist. Jetzt wird Gasly das auch machen da außen. Aber ich denke, wir können direkt kontern mit dem DRS selber gleich. Das war ein geiler Satz, oder? Ja, den muss man auch erstmal so auf die Reihe bekommen. Vernünftiger Ausgang hier, der muss nicht mal allzu super sein. Ich denke, das wird echt gar kein Thema. Wir haben das selber gerade am eigenen Leib erlebt, wie hoffnungslos das ist, wenn man hier das Auto ganz vorne ist. Und da wird Pierre jetzt recht ähnlich gehen. Der versucht zu verteidigen im letzten Moment. Ich share da fast ein bisschen sehr viel aus. Aber trotzdem wird das gut gehen. Schön langsam werden hier am Apex. Nicht, dass er da irgendwie einen Switchback probiert. Vorne stoppt jemand. Russell, Sainz. Aber das kann eigentlich noch nicht für Inters sein. Gasly ist, glaube ich, auch an der Box. Ja, ja. Ja, aber wenn die jetzt schon auf Inters gehen, ist das ein Fehler auf jeden Fall. Da gehen die wohl nochmal auf Slicks. Das wiederum halte ich aber auch für einen Fehler, wenn es regnet, oder? Ich weiß nicht, was tun die denn hier heute? Keine Ahnung. Position 3. Ja, oder die wissen halt etwas, was wir nicht wissen. Und zwar, dass es nicht mehr wirklich nass wird. Und dann kann man jetzt auf jeden Fall stoppen, ja klar, aber woher soll man das denn wissen? Ja, so gut ist die Pace jetzt nicht mehr mit diesen recht abgenutzten Mediums, aber die sind auch noch nicht so schlecht, als dass wir direkt sehr, sehr bald schon reinkommen müssten. Ein bisschen was hält man mit denen auf jeden Fall noch aus, und Magnussen würde ich hier ganz ungern vorbeilassen, dass da noch schwierig werden würde mit einem Konter gegen Daniel, aber K-Mac macht das gut, schiebt sich hier daneben, muss sich jetzt allerdings geschlagen geben erstmal. Ah, und Albon ist auch schon wieder da. Okay, was ist das für eine Top 6 hier gerade? Oder zumindest die Plätze 3 bis 6. Ist nicht unbedingt das, was man erwarten würde. Scheint aber so, als könnten wir ganz gut mit Ricardo mithalten. Das ist natürlich super, sich da jetzt so ein bisschen mitziehen zu lassen. Das gefällt mir eigentlich fast besser, als vorne die ganze Zeit der Idiot zu sein, der überholt wird. Ja, das DRS ist ja halt so ein Cheatcode, ne? Das ist dann wirklich gar kein Problem, den Vordermann anzugreifen. Und das haben wir lang genug am eigenen Leib erfahren müssen, leider. Es gibt einem dann immer so ein scheiß Gefühl, wenn man den Eindruck hat, dass man total langsam ist. Aber dabei liegt das vor allem wirklich am DRS. Jetzt so halten wir ja gut mit Daniel. Wir hatten jetzt sogar die Chance auf den Konter. Ich möchte aber nicht mal unbedingt. Das gefällt mir sehr, sehr gut, hier erstmal dahinter zu bleiben. Ja, fuck ey, das ist schon Runde 22, ne? So langsam muss man eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, die sieht aus wie folgt. Entweder es wird noch Zeit für Inters oder wir fahren durch mit den Dingern. Was anderes macht jetzt keinen Sinn. Dafür ist die Position auch zu gut, zu außergewöhnlich. Wir sind hier im Fight ums Podium zumindest. Oder ja, Top 5 zumindest. Podium wird vielleicht schwierig, aber ja, das ist eine unglaublich gute Chance. Die dürfen wir uns nicht zunichte machen, indem wir jetzt nochmal für Slicks reinkommen. Das wäre dämlich. Die beste Chance, hier ein geiles Ergebnis einzufahren, ist es auf jeden Fall draußen zu bleiben. Beziehungsweise auf Inters zu wechseln. Aber je länger das hier geht, desto mehr glaube ich, dass das nichts mehr wird mit Inters. Das Kritische ist halt, dass nicht nur wir auf einer guten Position sind, sondern all unsere Konkurrenten. Ne? Also wenn das hier nicht gut endet und die alle fette Punkte holen, boah, tut das weh. Also wenn so ein Cash-App jetzt hier 15 Punkte holt und wir... keinen, falls es ganz fatal läuft. Das wäre eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Aber schön ist das jetzt nicht mehr. Das ist sehr, sehr wenig Grip nur noch da. Ist auch wirklich nicht leicht, mit Daniel mitzuhalten. Der macht das schon gut. Aber noch halten wir uns immer im DRS. Das ist absolut entscheidend. Boah, sind hier auch alle nah beieinander, wenn man sich das auf der Karte anschaut. Ne? Also ein größerer Fehler und man ist sofort raus aus den Punkten im schlimmsten Fall. Ich habe dieses Podium aber noch nicht aufgegeben. Also da hätte es jetzt paar Mal schon die Möglichkeit gegeben, Daniel zu überholen. Aber taktisch ist das nicht clever. Taktisch dürfen wir das nicht machen. Eieiei, Verbremser von ihm oder was auch immer. Wenn wir da direkt hinter ihm sind in der Situation, dann wird es ganz gefährlich. Wenn wir den überholen, dann muss das irgendwann... ganz am Ende sein, in der letzten, vorletzten Runde vielleicht. Jetzt verteidigt er hier auch noch. Oh, Daniel, ich will dir nichts Böses. Fahr bitte einfach. Fahr bitte. Wir müssen weg von hin da hinten. Oh, das ist so schwer, das Auto hier nicht wegzuhauen. Das ist wirklich unbeschreiblich. Da ist jetzt leichter Regen, ein Faktor, 60% Reifen. Gibt leichteres. Oh, jetzt hat es mal leider knapp nicht gereicht für das DRS. Das gibt K-Mac vielleicht eine Chance. Wir dürfen da jetzt nicht viel Zeit verschwenden. Wir dürfen nicht zulassen, dass das DRS auf der nächsten Gerade auch noch fehlt. Ja, ja, das sieht gut aus. Hier in diesem langsamen Abschnitt sind wir stark. Da können wir immer ein paar Zehntel aufholen. Von daher ist das okay, wenn wir da so bis auf eine Sekunde dran sind. Obwohl das diesmal schon sehr, sehr eng war am Messpunkt. Hat aber knapp nochmal gereicht. Okay, boah, come on. 4 Runden noch. Wir haben eine Chance auf das erste Podium hier. Wo kommt das denn her? Was ist hier alles passiert in diesem Rennen? Ich habe keine Ahnung. Aber natürlich möchte man so eine Chance dann auch nutzen, wenn sie so groß ist. Und die kommt auch so schnell nicht wieder. Das hier heute, das war ein ganz kurioses Ding. Oh, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht lieber harte Reifen jetzt am Auto hätte. Die müssen noch um einiges angenehmer sein. Oh,
er ist auch am Limit, aber das mussten wir machen, um eine Chance gegen K-Mac zu haben. Zum zweiten Mal in Folge hat jetzt nämlich das DRS hier an dieser Stelle gefehlt. Das gefällt mir so langsam nicht mehr, aber hier sind wir halt dann wieder drin. Ja, es ist, wird immer schwieriger. Gelb! Stroll! LOL! Stroll macht hier doch noch den Stroll oder was? Und was macht Ricardo da? Ich weiß nicht, wo steht der? Der steht hier! LOL! Die Strecke ist blockiert! Strecke ist blockiert. Kein Schaden jetzt zuziehen. Kein Schaden jetzt zuziehen. Was tun die da? Stroll, verpiss dich doch von der Ideallinie! Was für eine Szene! Ahaha! Dieses Rennen, ich fasse es nicht! Wir sind Zweiter! What? Was passiert denn hier? Das ist der pure Wahnsinn. Der dreht sich, steht da quer auf der Strecke, blockiert alle. Alle, was sind das hier für Bilder? Ich habe wirklich keine Ahnung. Unfassbares Chaos. Alle wussten da halt nicht, was man machen soll. Ich wusste auch nicht, weil der wie ein Idiot da hin und her fährt und irgendwie konnte keiner so richtig vorbei. Hülkenberg wurde jetzt gerade disqualifiziert, wurde oben noch angezeigt, bevor ich die Wiederholung reingehauen habe. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, da liegen auch ein paar Frontflügelteile. Einige konnten da also offensichtlich nicht mehr rechtzeitig reagieren. Was aber auch kein Wunder ist, weil ich meine, wer rechnet mit sowas? Das ist nicht zu fassen. Was für ein Rennen. Das könnte eines der chaotischsten sein, das wir in dem Spiel hatten bisher. Also sowas, sowas sieht man eigentlich nicht mehr häufig in den modernen Spielen. Das ist unglaublich. Was zur Hölle, Alter. Irgendwie ist Ricardo auch Dritter geblieben. Wir sind hier auf Kurs. Steak Cash App Podium, ne? Alter, das zu sagen ist fürchterlich. Diese Teamnamen sind der Wahnsinn. Aber das sind zwei der schlechtesten Autos. Wir haben beide hier die Chance. Oh, auf den Top-3-Finish. Uiuiui, und jetzt könnte das eher in Richtung Daniel Platz 2 gehen, oder? Weiß nicht. Boah, ist das fürchterlich jetzt mittlerweile mit diesen Reifen. Valtteri has dropped out of the race. Oh, Valtteri ist ausgeschieden. Okay, ja, der muss da scheinbar irgendwie zu schnell hinten reingeschossen sein. Eieiei, hier geht nicht mehr viel, das ist ein Kampf. Noch ist das nicht durch auf dem Podium. Noch ist das Ding nicht durch. Daniel wird jetzt auch das DRS sich gesichert haben. Oh, Norris, da gefällt mir gar nicht. Der gefällt mir gar nicht. Okay, jetzt müssen wir cool bleiben. Keinen dummen Fehler machen. Stroll ist irgendwie Sechster geblieben, nach dem, was er da gerade angerichtet hat. Auch der Wahnsinn. Die beiden hier jetzt Rad an Rad. Wäre schön, wenn Lando sich durchsetzt eigentlich, sodass wir dann vielleicht gegen Ricardo kontern können. Ah, sieht aber leider schwierig als Vorsicht. Ich habe so Angst, hier irgendeinen Fehler zu machen, der uns alles noch kostet. Das kann wirklich so leicht gehen. Wieder gelb weiter hinten. Und wieder eine fette gelbe, sogar hat sich wieder jemand gedreht. Wow. Ich glaube, das war Gasly hier eventuell. Es war zumindest ein Alpine, da bin ich mir recht sicher. Der macht hier den Albon-Fehler. Ich kann nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr hinterher. Das ist ein Wahnsinnsrennen, wirklich. Das wird es jetzt wohl mal sein für Ricardo oder beziehungsweise für Norris, der da den Move klar machen kann. Ganz, ganz vorsichtig anbremsen jetzt nur noch. Also der Grip, das unbeschreiblich scheiß Grip jetzt nur noch. Da hinten geht es ein bisschen ab, da ist so ein kleiner Stau dadurch, dass Gasly sich gedreht hat. Na, ich glaube, das müssen wir uns nicht anschauen. Ist relativ logisch, was da passiert ist. Eieiei, und nicht Albon. Ja, aber es geht nichts mehr. Es geht nichts mehr mit diesen Reifen. Die Räder blockieren auch sofort, sobald man so ein bisschen spät anbremst. Oh, das ist eine Katastrophe. Zwei Runden noch und die werden ganz, ganz, ganz unangenehm. Oh, Albon, jetzt immer alles an ERS wegballern. Die Chance so groß wie möglich für uns machen. Die haben alle bessere Reifen. Aber Albon darf uns nicht besiegen. Wenn wir hier Fünfter werden und Albon und Ricardo vor uns sind, ist das irgendwie gar nicht so ein geiles Ergebnis, ne? Im Hinblick auf die WM. Also Platz 5 ist geil, aber alles andere dann auch irgendwie nicht so. Wenn wir Albon immerhin noch schlagen, das wäre okay. Aber man sagt ja oft, es fühlt sich an, als würde man auf Eis fahren, so meistens übertrieben. Aber in dem Fall ist das nicht übertrieben. Also in dem Fall ist das wirklich, schlimmer wird sich. Die Strecke ist jetzt nass, mittlerweile nicht mehr weit weg von Inters. Wir haben 70%ige Medium-Reifen am Auto. Wow, dass wir hier noch keinen Dreher irgendwie hingelegt haben, keinen großen Fehler. Das finde ich schon aller Ehren wert. So, jetzt den guten Ausgang irgendwie bekommen. Und gut, wie es halt noch geht, ne? Ein guter Ausgang. Guter Ausgang und die anderen Umstände in einem Satz, das passt nicht so ganz. Boah, ich glaube, es könnte bitter werden gegen Albon. Aber wir müssen dann auch clever sein. Wenn er vorbei ist, ist er vorbei. Nicht irgendwie dämlich noch dagegen halten. Er tut sich aber schwer. Nicht zu spät bremsen. Wenn die Hinterräder blockieren, sind wir weg. Dann dreht sich das hier sofort. Oh, aber gut gemacht, finde ich. Gut gemacht. Also später hätte man da auch nicht bremsen können. Aber das geht gut. Sergio Perez gewinnt. Ist der erste Fahrer in dieser Saison, der zwei Rennen für sich entscheiden kann. Lange gerade. Jetzt noch nicht mehr viel ERS. Keine gute Traktion hier gleich am Ausgang. Daniel Ricciardo wird ein Podium holen. Das ist der Wahnsinn.
Aber das alles Entscheidende, was auch darüber entscheidet, ob ich zufrieden bin mit diesem Rennen, ist, ob Albon hier vorbeikommt oder nicht. Ah, der wird vorbei sein, oder? Ach, Mann. Dieser Typ. Top 5 zumindest, come on. Wow, wow. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt beim Schauen. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine reine Katastrophe. Platz 6. Gib mir Platz 6. Ja, okay. Boah, es ist vorbei. Es ist vorbei, ohne dass wir gestorben sind. Wow. Das war nicht mehr schön am Ende. Schade. An sich Platz 6 geil, aber Ricardo 3., Albon 4. Tut dann doch ein bisschen weh. Aber ja, trotzdem alles rausgeholt. Mehr ging hier absolut nicht. Ja, ganz normales Rennen, oder? Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass das Geilste war, was wir in dem Spiel hatten. Zumindest so vom Chaos her, vom Ergebnis her auch am Ende. Was hier alles passiert ist, Ricardo ist 18. gestartet. Wahnsinn, ja, Platz 6 muss man mitnehmen, da ging nichts mehr. Ich weiß nicht, ob man das merkt beim Zuschauen, aber zum Fahren. Ich war in jeder Kurve, die wir ohne Dreher geschafft haben, froh, dass wir die überlebt haben, wirklich. Da ging gar nichts mehr. Die hatten alle bessere Reifen. Also hier noch 8 Punkte mitzunehmen, das ist genial. Das ist wirklich genial. Wird halt so ein bisschen getrübt von dem hier. Auch in der Konstrukteurs-WM dann, aber na gut, so ist das. Ich meine, die hätten auch 3., 4. sein können und wir nicht mal innerhalb der Punkte. Das hätte auch passieren können und dann ist das noch sehr viel schlimmer. Von daher muss man sich darüber, glaube ich, freuen. So sieht jetzt die WM aus. Dort sind wir auf Position 11 mit 9 Zählern nun. Das waren die ersten fetten Punkte, die wir geholt haben in dieser Saison. Und in der Konstrukteurs-WM, ja, ist jetzt gegen die beiden Teams nicht schöner geworden, ne? Aber das ist immer noch erträglich. Natürlich ist noch lange nichts vorbei. Es sind erst 4 Rennen gefahren, ganz klar. Wir könnten auch da stehen, wo Alpine zum Beispiel gerade steht. Dann wäre das Leben um einiges schlimmer. Aston Martin. Hilfe! Die sind 9. Die sind einfach 9. Das ist der Wahnsinn. Wir sind vor den beiden in der WM. Die haben nur 2 Punkte mit Alonso bisher geholt. Echt krass. Ja, Wahnsinn. Das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Lasst gerne den fetten Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Das war mal was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!